So. Wollen wir mal uns anpassen? Ah, Kerl war ich jetzt schon. Hautfarbe. Lassen wir so. Ui. Lass es mal nebenbei laufen. Dann kann ich gucken, was du so machst. Kann ich dich stalken? So. Jetzt mache ich mich diesmal etwas filigraner. Oh, okay. Ich bin Angepasster. jetzt. Man kann jetzt sich einen Spawnort aussuchen, wo man spawnen möchte. Ah, okay, cool. Also, da gibt es ja verschiedene, diese verschiedenen Startinseln quasi außen herum. Das wissen wir ja. Und da kann man sich jetzt eine von diesen Inseln aussuchen. Ah, da würde ich mal eine andere Insel nehmen, oder? Wie du möchtest. Ich habe einfach auf der jetzt wieder gestartet. Kannst du machen, wie du möchtest. Dann würde ich Wie ist. woanders starten. Vielleicht, dass Ja. man sie vielleicht irgendwie trifft. Dann hat man so einen Überraschungsmoment, wenn man sich dann begegnet. Oha, weißt du, wie groß die Welt ist? Ich habe sie jetzt einmal, fast einmal komplett umflogen mit meinem eigenen anderen Spielstand, also mit dem, wo ich alleine bin. Ja. Und die ist riesig. Ha, uha, Was denn? hu. Was Was? hörst du? Was war das denn? Was? Ha-hu-ha-hu. Ha. Ich Ich habe dachte dich gerade. Ha? Stimme eingestellt. Ah, okay. Ich dachte, du imitierst gerade meinen Charakter, weil ich habe gerade jemanden verprügelt. Ach so, nein, ich habe bei meinem Charakter die Stimme erstellt. Ja, kann ich nicht mehr ändern. Ja, ich weiß. Ich hoffe nur, dass die Zeit nicht so extrem schnell eingestellt ist. Wo hast du jetzt gestartet? Ich konnte nichts auswählen. Ah, okay. Bei mir war das. Gut, na, das kommt danach. Das kommt danach. Nach Okay. diesem, ja, Intro. Intro, genau. Konnte ich quasi auswählen, wo ich starten möchte. Vor allem, weil man schon auf einer Insel steht. Okay. Wo bist du? Genau, ich bin. Da sind auch unten so zwei kleine Kreise. Ich bin in dem Ja. rechten. Nee, doch, ich bin in dem rechten kleinen Kreis. Du bist in dem rechten kleinen Kreis. Dann würde ich sagen, auf die andere Seite gegenüber, das ist, glaube ich, zu weit weg, wenn ich da starte. Boah, dann sehen wir uns ein Endgame. Aber einfach so, dass wir so ein bisschen, ich würde die kleine Insel daneben nehmen, oder? Ja, wenn Ja. du möchtest. Da sind wir nicht auseinander. Oh, okay, hier gibt es einen lilanen Fuchs. Nox. Aber immer noch in der Nähe ein lila Fuchs. Ja, so ein lila Fuchs sieht aus wie so ein Evoli in lila. Ja, also die Ähnlichkeit zu manchen Pokémon, die ist schon gegeben. Ich ganz ehrlich, ich werde einfach die Pokémon-Namen sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Namen nicht lesen kann oder irgendwas. Oder aussprechen wie dieser Hirsch. Ja, Hä? genau. Bei mir steht Niederlage. Du hast alle Gegenstände. Hä? Ich bin mit einer Niederlage gespawnt. Auch nicht schlecht. Ist doch auch in Ordnung. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, ich bin schon als Loser auf die Welt gekommen. Guck an. Das hast du gesagt. Hier sind Eier. Oh, ist das gewöhnungsbedürftig, wieder ganz von Null anzufangen? Ja. Kann ich dich eigentlich auf der Karte sehen? Wo hast du gestartet? Auf der linken Insel von dir. Also ich sehe. Ach, direkt neben mir quasi. Ja. Ich sehe nichts. Vielleicht müssen wir eine Gilde dafür quasi erstellen, damit man die Gildenmitglieder auf der Karte sehen kann. Das kann sein. Ah,
Ja, erstmal alles anschauen hier. Ja, habe ich gemacht. Öffne mit B das Bauenmenü, habe ich gemacht. Ich will noch keine Werkbank hier bauen. Wie wollen wir das noch machen? Wollen wir den Server anlassen, wenn wir uns ausloggen? Dann kann der Server quasi theoretisch zumindest nebenbei ja, die Pals können dann halt Items farmen. Ja. Weil dann könntest du dich halt auch jederzeit, wenn du sagst, ich möchte jetzt streamen, kannst du jederzeit dich einloggen und streamen. Und ich würde das in den Spieleinstellungen so einstellen, dass er jeden Tag einen Spielstand quasi speichert. Und wenn irgendwas ist, kannst du halt auf diesen Spielstand zurückgreifen, wenn irgendwas sein sollte. Okay. Ja, können wir es so machen? Es klingt gut. Ich sammle hier erstmal die Palbälle, Palsphären, die hier rumliegen. So. Ein schönes kleines Örtchen für eine Base. Ja, ich wüsste, wo ich meine Base aufbauen wollen würde, aber für den Anfang ist das einfach zu weit weg jetzt. Ja. Ich glaube, ich werde mir einfach ein paar, ja, ein paar Kisten und ein paar Werkbänke einfach irgendwo platzieren und gucken, dass ich irgendwo eine freie Fläche kriege, wo ich das platzieren kann. Erstmal hier Dinge freischalten mit Technologiepunkten. Oh ja. Also ein bisschen Rubberbanding habe ich hier auch gerade. Okay. Mal beobachten. Kann man sich irgendwo den Ping anzeigen lassen? So. Ah, guck mal, ich habe RTT steht da. Ich habe 30 Millisekunden. Okay. Wenn du einfach auf Escape gehst. Ja. Ach da. Server 60 FPS, 21, 43 Millisekunden. Okay, ist gut. Ich glaube, die 10 Millisekunden machen nichts aus. Aber du streamst nebenbei, ne? Das kommt Ja. halt. Jetzt spielst du quasi nicht mehr über dein eigenes Netz, sondern über dein eigenes Rechner quasi, sondern halt übers Internet, ne? Aha, stimmt ja, Das stimmt. wirst du jetzt, glaube ich, merken. Aber ich hatte bis jetzt noch keine Einbrüche oder so. Da Ach, machen wir warte. uns noch einen Bogen. So. Paar Sphären. Aber es hat einen Vorteil, wenn man neu anfängt. Man kennt sich schon ein bisschen besser aus. Ja, definitiv. Mein Pengulett, komm. Du sollst mir gehören. Ich möchte dich nicht besteigen. Nehmt euch ein Zimmer. Ja, mein Charakter ist auf den draufgelaufen. Was? Ist draufgelaufen. Hat sich auf ihn gestellt. Ha! Gotcha. Gefangen. Kann kein Bogen bauen.
Niederlage. Werte erhöhen. So. Oh, da gibt's was. Aufzeichnung. Da liegt mein Loot. Oh, ist das gemein. Gleich am Anfang so eine rote Truhe und da brauchst du einen Schlüssel. Ah, die hast du dann die ganze Zeit vor der Nase sitzen. Ja, zum Glück verschwindet die. Also die ändert sich, die Farbe ändern sich irgendwann. Nach einer Nacht meistens. Hast du eigentlich herausgefunden, was du mit diesen grünen Dingern machen kannst hier, die man findet? Mit den Diesen Grünen. grünen Leuchte. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, damit kannst du deine Perls und deinen Charakter verstärken. Ja, genau. Deine Fangeigenschaft quasi. Genau. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das gesehen habe. Aber finde ich gut. So, Beeren sammeln. Also ich kann auf deine Insel rüber gucken. Wenn du irgendwo am Land, am Dings wärst, am Rande wärst, könnten wir uns vielleicht sehen. Machen wir die Karte ganz kurz auf. Ich will mal gucken, wo du auf deiner Karte stehst. Mit dem Ja. Rücken zu dir. Ja, Also wenn wenn. das. Ich glaube, das ist zu weit weg. Ich glaube, also ich sehe zwar die Inseln, aber ich glaube, dich könnte ich darauf nicht erkennen. Ich laufe mal etwas zum Rand. Müsste wissen, wo du ungefähr bist. Also ich bin. Hinter mir ist direkt die Burg, quasi. Ja, da oben bin ich. Ich weiß aber nicht, aus welcher Richtung du mich anschaust. Guck mal nach rechts, nach links, damit ich weiß, wo du bist. Links von mir sind Palm. Palmen. Vor mir ist so eine kleine Bucht. Also ich sehe, wo du sein sollst, aber ich sehe deinen Charakter nicht. Ich glaube, das ist einfach zu weit weg. Wird wahrscheinlich ausgeblendet. Ja, ich sehe auch keine Slots oder so, also ist alles leer. Okay. Ich glaube, selbst wenn du an der Klippe stehen würdest, würde ich dich, glaube ich, nicht erkennen. Ein Leben Schade. auf der Klippe. Ja. Chickipi. Komm her, du Hühnchen. Wo ist es? Was? Ach, ich habe hier ein Dings angegriffen. Fangwahrscheinlichkeit 9%. Natürlich habe ich ihn nicht gefangen. Ja, wollo. Oh, da liegt eine Kiste. Eine lila Kiste. Truhe. Auf Angriff, Technologien. Ja. Bogen, Pfeile natürlich auch. Ein Bett auch. Ja, auch. Stoff. Kleidung, ganz wichtig. Suchen wir jetzt erstmal ein schönes Plätzchen für eine erste Base. Yep.
Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oh, alles färbt sich rot hier. Das ist ein Bug. War wahrscheinlich, nein, durch dieses Baumenü. Ich hatte vorhin einen Bug, da war das Gras auf dem Boden hat geflimmert. Hui. Ja. Nicht genügend Material. Wenn man Gründe für seine Faulheit sucht. Ist echt so. Ich habe nicht genügend Material, ich kann nicht. Ja, genau. So, diesmal baue ich die Base gleich mit Verstand. Macht Sinn, jetzt kennst du dich aus. Und ich brauche Holz. Boah, lol. Ich wäre gerade fast von der Welt gefallen. Autsch. Ja, ich bin ins Wasser gefallen, wollte rausklettern und bin mehrfach zurückgeschmissen worden. Oh. Dieser Perl arbeitet richtig fix, mein Hühnchen. Macht er denn? Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe auch gar keine Arbeit. Ach, So, ich habe ihn gerade. legt wahrscheinlich Eier. Das Huhn. Klingt logisch, ist halt ein Huhn. Tja. Nur was ein für ein Huhn. Oh. Ey, ich werde anfangs nur Ja, du wirst anfangs nur Ja, dies ist nur ein Lied über Zensur. Wie gechillt dieses Hühnchen hier entlang läuft. Ihn stört nichts. Er ist im Reinen mit sich selbst.